Ein jugendlicher Ausreißer. Ein Mann auf dem Weg nach Hause. Und ein brutales Verbrechen. 1973 wird in München der Musiker und Astronom Rudolf P. auf dem Heimweg am Perlacher Friedhof erschlagen. Auch die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst berichtet damals über den Fall. Geht es um einen Raubmord? Der Journalist Ralf Döbele ist Kriminalitätsexperte. Er hat sich mit dem Verbrechen befasst und mit der ungewöhnlichen rechtlichen Situation. Der Mord an Rudolf P. hat wirklich ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Polizei hatte von Anfang an einen der Täter. Er konnte aber nicht bestraft werden, denn er war noch nicht strafmündig. Es handelte sich um einen 13-jährigen Jungen. Und über diesen Jungen versuchte die Polizei dann, an dessen Komplizen heranzukommen. Der Fall beginnt für die Polizei denkbar unspektakulär. Am 31. Januar 1973 alarmiert ein 13-jähriger Ausreißer die Münchner Beamten. Ja, hallo, können Sie mich hier abholen? Ich will zurück zu meinen Eltern. Ja, wie heißt du und wo bist du her? Klaus B. berichtet der Polizei von sich aus, wenige Stunden vor seinem Notruf an einem schweren Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Zusammen mit zwei Unbekannten habe er den 48-jährigen Rudolf P. überfallen. Der Mann erliegt wenige Tage später seinen schweren Verletzungen. Der Polizei ist klar, dass Klaus B. für sie der Schlüssel zur Aufklärung der Tat ist. Der 13-Jährige ist einige Tage zuvor aus seinem Elternhaus in Bremerhaven ausgerissen. Er hat die Familienkasse geplündert und ist mit dem Zug kreuz und quer durch Deutschland gefahren. In der Nacht auf den 26. Januar 1973 kommt er am Münchner Hauptbahnhof an. Besonders bemerkenswert war, dass er scheinbar ohne Probleme mitten in der Nacht auch als 13-Jähriger ein Hotelzimmer erhielt. Er wanderte relativ ziellos durch die Stadt, besuchte auch Kinovorstellungen für Erwachsene. Er gab sein ganzes Geld aus und dann am Mittwoch, 5 Tage nachdem er angekommen war, war er eigentlich abgebrannt. Also er hatte auch kein Hotelzimmer mehr. Der 13-Jährige landet schließlich dort, wo er 5 Tage zuvor angekommen ist, am Münchner Hauptbahnhof. Und hier interessierte sich dann zum allerersten Mal tatsächlich jemand konkret für ihn, nämlich 2 Jugendliche im Alter von 17 Jahren. Die sprachen ihn an, so nach dem Motto, oh, bist du auch von zu Hause abgehauen? Wir sind das auch. Sie gaben ihm eine Zigarette, nahmen ihn unter ihre Fittiche, wollten ihn dann aber auch gleich dazu überreden, mit ihnen zu kommen zum Perlacher Friedhof, um dort Passanten zu überfallen, um die auszurauben, um so wieder an Geld zu kommen. Klaus B. geht mit den beiden Jugendlichen tatsächlich in Richtung Perlacher Friedhof. Klaus B. kam mit seinen 2 späteren Komplizen am Abend des 31. Januar 1973 hier an. Der Plan war, dass man zu dritt sich auf die Lauer legen würde, Ausschau nach einsamen Fußgängern halten würde, um diese zu berauben. Man nahm sich 3 Holzknüppel, legte sich auf die Lauer, doch der Plan ging zuerst nicht auf. Die meisten Passanten, die hier vorbeikamen, waren zu zweit oder es kamen andere Leute aus der Gegenrichtung. So gaben die 3 Jugendlichen zunächst ihren Plan auf, brachen in eine nahegelegene Kantine ein, fanden dort aber kein Geld, sondern lediglich Verpflegung. Zu dieser Zeit am frühen Abend des 31. Januar 1973 macht sich Rudolf P. von der Münchner Museumsinsel aus auf den Heimweg. Rudolf P. war 48 Jahre alt. Er arbeitete hier hinter mir in der Sternwarte des Deutschen Museums. Er hatte quasi sein Hobby zum Beruf gemacht, denn er arbeitete erst seit etwa einem Jahr hier, galt als Spezialist auf dem Gebiet der Jupiterforschung. Davor war er ein hochgefragter Musiker. Unter anderem spielte Rudolf P. längere Zeit im Orchester von Max Greger. Jetzt widmet er sich jedoch primär der Wissenschaft. Vom Deutschen Museum aus nimmt Rudolf P. jeden Abend die Straßenbahn in Richtung Perlacher Forst. Gegen 18 Uhr kommt er mit der Straßenbahn an einer Haltestelle in der Nähe seines Zuhauses an. Wir sind hier am Schwanseeplatz in München-Perlach. Hier war früher eine Haltestelle der Straßenbahn. Und diese Straßenbahn nahm Rudolf P. jeden Abend nach Hause auf seinem Heimweg von seiner Arbeit im Deutschen Museum. Er kam hier an und ging dann den recht einsamen Weg am Perlacher Friedhof entlang. Der Astronom wohnt in der Siedlung am Perlacher Forst. Um sie zu erreichen, durchquert er den Weg am Friedhof. Das ist der Weg, den Rudolf P. am Abend des 31. Januar 1973 gelaufen ist, von der Haltestelle Schwanseeplatz hier entlang am Perlacher Friedhof. Der Weg war damals sehr einsam. Hier traf er schließlich auf seine Mörder.
Die Polizei rekonstruiert, dass Klaus B. und seine Mittäter Rudolf P. erst verfolgt und ihn dann brutal angegriffen haben müssen. Was ist denn los? Was wollt ihr denn? Hilfe! Hilfe! Die drei Jugendlichen attackierten Rudolf P. hier auf dem einsamen Weg. Sie schlugen ihn mit ihren Holzknüppeln so brutal zusammen, dass er wenige Tage danach an den Verletzungen starb. Die Jugendlichen ergriffen Hals über Kopf die Flucht. Klaus B. vergaß dabei sein Kofferradio und seine Olympiatasche. Rudolf P. wurde kurz danach hier von einem Fußgänger gefunden. Er konnte noch erste Angaben zu den Tätern machen, konnte noch sagen, dass es drei Jugendliche gewesen waren, bevor er das Bewusstsein verlor. Die Beamten der Münchner Polizei setzen nun alles daran, die beiden Haupttäter zu finden. Klaus B. ist als 13-Jähriger noch nicht strafmündig. Der Junge kann ihnen bei der Suche auch nur bedingt weiterhelfen. Er gab ihnen auch eine Beschreibung seiner Komplizen, von denen er aber nicht mal wirklich die Namen kannte. Also er sagte, einer stammte aus München, der andere stammte aus Frankfurt, der könnte Burkhard oder Bernd heißen. Er gab eine Personenbeschreibung ab, Phantombilder wurden angefertigt, allerdings waren die auch nicht besonders aussagekräftig. Da die Täter laut Klaus B. aus unterschiedlichen Städten stammen sollen, hat die Polizei die Idee mit Hilfe der sehr populären ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst, bundesweit nach den Tätern zu fahnden. Angesichts der Tatsache, dass der 13-jährige Klaus vor dem Verbrechen mehrere Tage allein durch München spazierte, wählt Moderator Eduard Zimmermann deutliche Worte. Aber der Fall und insbesondere seine stellenweise geradezu unglaubliche Vorgeschichte sollte vielleicht auch etwas zum Nachdenken anregen. Zum Nachdenken darüber, ob wir nicht alle einen Teil der Schuld mittragen mit unserer bequemen Gleichgültigkeit gegenüber Menschen, die uns begegnen. Es war schon ein Bedürfnis von Eduard Zimmermann, die Zuschauer zu sensibilisieren, zu sagen, hey, wenn ihr seht, ein 13-jähriger Junge ist allein unterwegs, versucht ein Hotelzimmer zu nehmen oder möchte eine Vorstellung für Erwachsene sehen, dann guckt nicht einfach weg, sondern versucht euch irgendwie zu kümmern. So hätte zumindest die Tatbeteiligung von Klaus B. in diesem Fall noch verhindert werden können. Der XY-Beitrag mit Klaus B. erschüttert die Zuschauer, führt aber nicht zur Klärung. So bewegend der Filmfall bei XY war, letztendlich brachte die Ausstrahlung die Kripo nicht weiter. Also es gab zwar Hinweise auf das Kofferradio des Jungen, das verschwunden war, eine heiße Spur war aber nicht dabei und letztendlich wurde der Fall Rudolf P. über Jahrzehnte hinweg zum Cold Case. Die Klärung des Verbrechens an dem Musiker und Astronom wird erst durch die Weiterentwicklung der Kriminaltechnik ermöglicht. 2003 wurde ein neues Update auf die Software AFIS aufgespielt, eine Software zum Abgleich von Fingerabdrücken. Damit hatte die Polizei im ganzen Land in den 90er Jahren schon große Erfolge erzielt, gerade auch bei Cold Cases. Durch das Update war es nun auch möglich, nur Teile eines Fingerabdrucks zuzuordnen. Und ein Fingerabdruck, der damals an einer Bierflasche gefunden worden war, in der Nähe des Tatorts, passte zu dem, man muss schon sagen, berufskriminellen Burkhard W. aus Düsseldorf, der zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt war und der während der Identifizierung, zum Zeitpunkt der Identifizierung, bereits wegen anderer Delikte wieder in Haft saß. 2004 muss sich Burkhard W. wegen der Tötung von Rudolf P. vor dem Münchner Landgericht verantworten. Juristisch ist der Prozess außergewöhnlich. Burkhard W. wurde hier am Landgericht München zu 6,5 Jahren Jugendhaft verurteilt, interessanterweise. Denn er war schon 47 Jahre alt beim Urteilsspruch. Zum Tatzeitpunkt war er allerdings erst 17 Jahre alt gewesen. Diese Haftstrafe konnte er auch erst 2010 antreten. Denn bis dahin hatte er noch Haftstrafen wegen anderer Verbrechen, die er begangen hatte, zu verbüßen. 31 Jahre hat es gedauert, bis der Mord an Rudolf P. aufgeklärt werden konnte. Der zweite Mittäter des Raubmordes wurde nie ermittelt. Die Münchner Polizei und die Justiz gehen aber davon aus, mit Burkhard W. den Haupttäter gefasst und bestraft zu haben.